zack. Gut, das hier ist was für nächste Runde. Ja. Gut, dann gehen wir hier auf jeden Fall jetzt schnell in die Richtung. Aber wir haben also die Stadt selber noch gar nicht angegriffen, aber die ganzen Einheiten, die hier so rumstehen, haben wir schon mal gut snaselt. Gut, und die Stadt haben wir jetzt auch ein bisschen angegriffen und gut, die Mauer hat halt ein bisschen Schaden genommen, ja. Muss reichen. Für den Anfang. Müssen wir dazu sagen, ja. Ist ja nur der Anfang. Hier die Speer noch einmal. Aber barbarisches Volk. Die Welt muss von euren Übertretungen erfahren. Dynisiert euch. Oh, leck mich doch, weißt du? Es ist doch meine Entscheidung, mit wem und warum und weshalb ich Krieg führe, oder? Mhm. Ist das nicht meine Entscheidung? Da frage ich mich, was soll das? Naja, die wollen das halt wissen. Ach, wann darf ich denn jetzt? Gut, bei mir wurden gerade zwei Truppen hart, wenn ich so sagen darf, gefickt. Aber gut, man muss Verluste, Verluste gehören dazu. Gleich nachproduzieren. So. Haben schon mal die Möglichkeit, Gesandte zu schicken. Werden wir das wohl auch gleich machen. So. Sehr schöne Musik, die wir ja gerade haben. Gut, Gesandten schicken nach... nach hier. Dann ist auch unser. Zack. Welche Einheit benötigt Befehle? Die hier, oder wie? Welche? Ah, die hier. Hab ich doch gesagt. Sieht so aus. Einmal rein da. Welche jetzt noch? Ach, Handel. Handelsding. Ich würde sagen, einmal nach hier. Warte. Hä? Ich komme mir manchmal echt nicht klar. So, So. Einmal nach hier. Und der Bautrupp hier, der darf einmal das hier bauen. Entschuldigung, ich hier gerade ein bisschen selbst moderiere, aber ihr müsst das verstehen, es ist verdammt spät. Würde ich ja nicht selber moderieren, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so fit sein. Scheiße. Entschuldigung. Das wird normalerweise rausgemutet, aber scheiß drauf. Ja. So, welche Einheit benötigt denn hier Befehle? Hallo? Ich glaube, das Spiel ist schon wieder kaputt.
Einheit benötigt Befehle. Ja, welche denn? Ja, ich habe das Gefühl, das Spiel sagt uns gerade, leck mich, deswegen. Danke fürs Zuschauen und so. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme jetzt ist. Also vielleicht geht's jetzt direkt weiter, vielleicht aber nicht. Also auf jeden Fall danke und so und haut rein. Frank, dir gehört das letzte Wort. Ich danke euch auch. Bis dann. Tschüss. Jo Leute, bevor es hier losgeht, also bevor es jetzt weitergeht mit dem Video, ganz kurz, ich nehme das hier alles jetzt schon mit der neuen Technik auf. Und deswegen kann es sein, dass man mein Atmen etwas deutlich hört. Ich habe da noch keinen Popschutz drüber, den habe ich jetzt erst drüber gemacht. Ich habe da von den Einstellungen am Mischpult, das erzähle ich später, was Mischpult angeht, erzähle ich später noch alles. Aber so Popschutz hatte ich noch nicht drüber, deswegen hört man vielleicht mein Atmen ein bisschen deutlicher, den habe ich jetzt erst drüber gemacht. Also einfach viel Spaß, also haut rein, ciao. Jo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Civilization, beziehungsweise es geht einfach, glaube ich, direkt weiter nach der nächsten Folge. Also, hallo Frank. Servus. Ja, also ein paar Sachen möchte ich hier, bevor die Folge losgeht, ansprechen. Zum einen, wie ihr vielleicht hört, neue Technik. Also ich weiß, Frank, ist auch schon aufgefallen, es hört sich noch nicht perfekt an, aber ich finde, es hört sich schon geil an, ja. Ich muss jetzt noch in den nächsten Tagen hier, ich habe dazu auch ein neues Mischpult, das Behringer Xenix X1204 US, nee, warte. Keine Ahnung, doch, ist glaube ich USB. Auf jeden Fall, das hat noch ein paar Probleme, das werde ich demnächst zurückschicken müssen und ein neues anfordern. Also, es wird demnächst noch besser hier mit dem Mischpult. Ich habe jetzt noch mein altes Mischpult, aber ich finde, es hört sich schon mal geil an. Also, ihr könnt ja auch gerne mal in den Chat schreiben, beziehungsweise in die Kommentare, wir sind ja hier auf YouTube, wie ihr die Tonqualität findet, ja? So, und dann wollte ich noch eine ganz wichtige Sache sagen, da kann Frank dann eigentlich auch gleich ins Thema einsteigen. Und zwar, erstmal hörst du mich gerade so gut, weil so hört es dann ja auch die Aufnahme. Also auch nicht so fernab oder so, ist schon... Haut hin. Super. So, dann leg ich schon mal los und spreche nebenbei das besagte Thema an. Und zwar haben in den letzten Quadrilliarden Wochen einige Let's Player tatsächlich Civilization 6 schon durchgespielt. Im Gegensatz zu mir. Ich möchte ganz kurz ansprechen, also ich zumindest spiele das Spiel nicht, um innerhalb von einer Woche durch zu sein. Ich persönlich spiele das Spiel, um Spaß daran zu haben. Und Frank, du kannst jetzt auch gerne was dazu sagen. Bei anderen sind wirklich nach 200 Runden, 300 Runden fertig gewesen. Wir sind jetzt hier bei 142 Runden und sind halt annähernd noch nicht da, wo die waren. Also. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Ja, denke ich halt auch. Geht ja hier nicht um Schnelligkeit. Außerdem, das ist ein Let's Play. Und das muss schön lang dauern, weil das ein gutes Projekt zum Vorproduzieren ist. Deswegen wäre schlecht, wenn wir es loswerden würden. Gut, nee, also in diesem Projekt ist wirklich nahezu gar nicht der Fokus auf schnellig, also beziehungsweise auf Pro-Gaming gelegt. Der Fokus ist eigentlich wirklich darauf gelegt, Spielspaß zu haben, ein bisschen zu unterhalten, vielleicht lange zu erzählen hier mit Frank. Die Erzählrunden machen mir sehr Spaß und so. Also, das ist das, worum es mir eigentlich geht in diesem Let's Play. So. Siehst du eigentlich alles? Oh, es verpixelt ab und zu, aber. Naja, das hat ja Skype so an sich.
Ich wage mich ja schon mal auf neue Position. So, die Einheit benötigt Befehle. So. Die kann man ein bisschen heilen. Die kann die nicht schießen? Doch. Also sind hier noch Bauern, okay. Hä? Was habe ich gemacht? Hilfe. So. Jo, Frank, es fällt dir gerade irgendein aktuelles Thema ein? Waren sind natürlich ja, richtig gut. Ja klar, die sind ja überall. Die stehen auch gerade tatsächlich in unserer City. Ich fallen die nicht gerade ein. Naja, hier hinten, ja, ich weiß nicht. Hier sind halt noch auf dem Speer unterwegs. Sie können meiner Stadt ja im Allgemeinen nix. Aber hier so, Naja, solange sie nicht angreifen, habe ich da nicht so viel Angst vor. Ich hoffe mal, dass meine Truppen hier noch reichen, um China einzunehmen. Beziehungsweise jetzt mischen sich hier die noch an. Sie hat er hier Beziehungen. Laufen ja alle nicht so gut hier bei denen. Sehr schön, Mathematik haben wir. Wenn wir gleich mal eine neue, was hältst du denn vom Borgen? Wollen wir mal, dann forschen wir mal hier Richtung Borgen. Und hier in, okay, hier können wir erstmal in die Richtung ziehen. So, und dann können wir hier, ich denke Kriegseinheiten sind derzeit am wichtigsten, oder? Aber die dauern alle so lang. Dann machen wir Streitwagen. Dauert zwar 7 Runden, aber ich habe ein paar Armbrüstlinge. Und da in die Stadt stellen wir jetzt erstmal eine Wassermühle. Aber darf man natürlich die anderen Städte nicht außer Acht lassen. Ja. Auch weiter wachsen. Weil je größer sie sind, umso besser produzieren sie. So, yay. Wir verlieren tatsächlich jetzt ein paar Truppen. Und einen unserer besten Truppen verlieren wir jetzt, glaube ich, auch. Ja. Aber ich glaube, haben wir Glück? Ich weiß nicht. Kriegen wir China noch in der Runde? Beziehungsweise Xiang? Doch, pass mal auf. Yay. Geil. Wir haben gerade China eingenommen. Alter, wir haben aber auch gerade einen Lauf. So, wollen wir die Stadt behalten? Weiter mal die... Na klar, Stadt behalten. So, mal hier noch. Los, einmal nach hier zwischen. So, und damit wir die Stadt hier unten... Wollen wir die Stadt hier unten halt einnehmen, ist die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einheiten. Ja, gut, die dauern hier erstmal jetzt alle Jahre. Machen wir einen Kornspeicher reparieren, das dauert nur 6 Runden. Die müssen sich erstmal heilen und die anderen wenig. So. Ich möchte hier erstmal raus aus dem Land. Nur der hier mehr oder weniger außer Gefahr sind.
Gut, dann ziehe ich hiermit nach unten. So. Ich weiß nicht, ob die Stadt hier oben erstmal wichtiger ist als die. Ja, das ist eine Hafenstadt. Nee, das ist keine Hafenstadt, da ist Land dazwischen. Problem ist halt nur. Guck mal, selbst wenn wir die Stadt jetzt auch noch annehmen, die haben hier jetzt halt auch schon zwei Städte, ja. Die hat eine Verteidigung von 30, die hat 22 plus Mauer, ne? Das heißt, gut, also zusammen hier, der Flicken hier kombiniert sich schon. Ja, die wachsen ja schon zusammen. Mhm. Hier oben wachsen bald zusammen, hier haben wir sowieso schon einen großen, der hier wächst auch bald zusammen. Also wir haben bald schon ein richtig großes zusammenhängendes Land, ja. Theoretisch, wenn wir das China hier noch bekommen, das kann auch noch gut zusammenwachsen. Okay, das hier hinten ist ein bisschen ab vom Schuss. Aber, weiß halt nicht, ja. Bald ganz schön, ja, wenn wir es alles bekommen. Aber das hier hinten auf jeden Fall, ich glaube, das hier wird später noch unser größtes Problem. Wenn wir uns hier jetzt raufstürzen, kriegen wir bestimmt auch in 3-4 Runden. Denn das und das, denke ich, werden unsere größten Probleme. Weil in der Zeit, wo wir das hier machen, fangen wir schon wieder an, neue Stützpunkte, neue Hauptstädte einzurichten. Das könnte kritisch werden. Also die nehmen wir nicht so leicht ein. Also China greift ja auch die ganze Zeit an. Das Katapult geht mir gerade kaputt. Ja, die haben ziemlich... Die haben noch ein paar Einheiten durch. Ich würde jetzt gerne mein Hüstelchen von mir geben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Mischpulteinstellung danach wieder bekomme. Wenn wir einen neuen Mischpult, wäre es ganz einfach. Da gibt es eine Mute-Taste, die drücke ich, ist weg. Aber ich benutze gerade nicht mehr ein neues. Was, ne? Kleines Problem. So, hier oben. Super Streitwagen ist hier oben, fertig. Hallo? Ja. So, und dann, ich errichte erst noch eine Hauptstadt, ein Monument. So. Ah ja, darüber habe ich noch gar nicht erzählt, geredet. Ist ja zum einen ein Patch rausgekommen, also ein Update. Krieger haben jetzt die Möglichkeit, Bereitschaft zu machen. Das heißt, sobald wirklich ein Gegner in der Nähe ist, wachen die Truppen erst auf. Ja, das ist noch ganz praktisch, die neue Funktion. Das ist gut. Und dann sind ja noch zwei Erweiterungspacks in Anführungszeichen rausgekommen. Zum einen das Poland-Ding und das Vikings-Teil. Wird kommen. Aber erst, also wenn wir irgendwann uns dazu entschlossen haben, also entweder wenn wir entweder wenn wir diese Runde hier gewonnen haben, oder wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass wir keine Lust mehr auf die Runde haben und was Neues machen, dann werden wir auf jeden Fall Polen und Vikings auch kaufen. Und werden dann wahrscheinlich mit Polen oder mit den Vikings spielen. Ja? Mal gucken, das wird sich dann ja ergeben. Ja, gut. Das wird sich auf jeden Fall ergeben, was wir denn machen. Oh, was die jetzt alle für Probleme haben. Aber auf jeden Fall werden die Erweiterungspacks auch noch kommen. Aber jetzt in das Spiel lässt sich das ja sowieso nicht mehr einbinden. Also, mochte ich es nicht so viel sehen. Ja, die gehen aber auch. Das ist jetzt gefixt mit diesem Einschlafen oder mit diesem Aufwachen von den einen. Nee, nein, gefixt haben es nicht, die haben das jetzt nur noch dazu gemacht, weil eigentlich wollten sie irgendwie wohl rauslassen, aber jetzt haben so viele gesagt, ja Mensch, mach das wieder rein, die Funktion war voll gut und so. Ja, bei Civ 2 war das ja auch, konntest du schlafen lassen und die sind automatisch aufgewacht, wenn jemand vorbeigegangen.
Also, das ist jetzt auch. So.